inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's no Nosy Rosies. Hallo ihr lieben Nosy Rosies. Wir berichten gerade live aus Bilbao. Hier laufen ganz viele Leute rum, deswegen ist es ein bisschen komisch und anders als sonst, wenn wir im Zimmer drehen, aber nicht so schlimm. Wir dachten, wir wollten euch auch mal hier das ganz berühmte Guggenheim-Museum zeigen. Augenblick. Aus Bilbao? Aus Bilbao. Ich wink mal kurz die Kamera. Genau, diese Woche ist das Thema... Outing. Outing. Unser persönliches Outing. Ja, wie war das? Bevor wir zusammengekommen sind, hatten wir beide, naja, Mine hatte sowas wie eine Beziehung, ich war schon mal in ein Mädchen verliebt. Genau, also als ich noch kleiner war, hatte aber auch schon einen Freund oder ein Freund und Mine ja auch. Und dann waren wir befreundet erstmal. Genau, wir waren befreundet, unsere Freundschaft hat sich langsam zu einer besseren Freundschaft oder zu einer besten Freundschaft entwickelt. Und dann zu der Beziehung. Dann war uns irgendwie bewusst, wir wollen eine Beziehung eingehen, wir wollen richtig miteinander zusammen sein und das auch leben können. Genau, und jetzt kurz zur Vorgeschichte einfach nur, und jetzt das Outing. Wie war das? Also es war, naja, bei Freunden, wenn man es wusste, dass sie es okay finden würden, oder einfach bei der besten Freundin, beim besten Freund hat man es gesagt, es war klar. Da wusste man einfach, diese Person hält zu einem und sagt nicht, ja, hä, du bist jetzt lesbisch, natürlich will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, wie dämlich. Also da bei den Leuten wussten wir es einfach, dass sie es okay finden und haben dann es gesagt und es kam auch so. Die hatten alle total die positive Meinung, Einstellung und es war okay, es war gut, es war nicht schlimmer als vorher, man wurde genauso akzeptiert wie vor dem Outing. Bei meiner Familie haben wir gewartet, obwohl es mein Vater wusste irgendwie. Er meinte, auch ganz oft hat er schon gefragt, ob ich mit Mine zusammen bin oder was das da ist, und ich habe immer gesagt, ah, ja, wir sind Freundinnen oder so, oder habe einfach gar nichts gesagt. Natürlich waren wir uns total unsicher, wie die reagieren. Natürlich hatten wir auch noch eine blödere Situation, weil ihr Vater mein Lehrer war. Ach ja, stimmt, das kam auch noch dazu. Und natürlich, und dann sobald wir warten, ne? Sobald wir uns dann geoutet hätten oder haben, wussten wir, dass die ganze Schule davon mitbekommt. Ja, nicht nur, weil mein Vater ihr Lehrer war, sondern auch alles andere irgendwie. Naja, auf jeden Fall haben wir ja gewartet. Und es sprach sich aber rum. Man hat gemerkt, es wird getuschelt über einen. Alle Leute gucken einen an irgendwie. Und ja, alle Leute kennen einen auf einmal. Weil das ist natürlich auch die beiden Mädchen irgendwie auf einmal da an der Schule ein Paar sind. Und aber naja. Genau, wir wohnten, oder natürlich auch in einer Kleinstadt, wo sowas das Gesprächsthema überhaupt ist. Obwohl es bei uns im Kreis viele lesbische Paare gibt, ist es trotzdem immer noch so ein... Wenn ein neues Paar kommt, wird natürlich, weiß die Frau beim kleinen Supermarkt darüber, alle wissen darüber Bescheid. Ja, vor allem, wenn es so junge Mädchen sind, ne, dann wird natürlich noch mehr gequatscht, ist ja klar. Es weiß einfach jeder in unserer Kleinstadt oder in unserem Gebiet allgemein. Naja, auf jeden Fall mit meiner Familie hatten wir dann ja gewartet und sind dann zusammen in Urlaub gefahren. Alle zusammen? Alle also zusammen. Die Familie und wir. Und dann dachten wir, naja, jetzt müssen wir es auch sagen, jetzt sind wir schon zusammen im Urlaub. Irgendwie ist da was, das wissen die auch, wenn wir schon zusammen in Urlaub fahren, wir sagen es jetzt einfach. Und das war immer so eine komische Stimmung, so eine, natürlich, irgendwie. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann erstmal so den Freunden gesagt, fragt, ja, was denkt ihr denn so? Wir haben uns rangetastet. Wir haben immer, wenn wir das Gespräch gesucht haben, haben wir es immer einzeln. Wir haben uns nicht getraut, das auf den Tisch zu backen. So, so beim Abendbrot mit den ganzen Familien und den Freunden und so haben wir nicht getraut. Also haben wir gedacht, wir sagen es jedem einzeln, meiner Schwester, meinem Bruder und meinen Eltern halt. Der ganzen Familie. Ja, wem haben wir es als erstes gesagt? Meiner Schwester? Ja, ich glaube, meiner Schwester haben wir es als erstes gesagt. Da waren wir spazieren am Strand. Und haben einfach gesagt, du Mensch, wir sind zusammen.
Was natürlich bei meiner Schwester auch noch was anderes war, weil ich mit meiner Schwester vorher schon mal alleine geredet hatte. Meinte, ja, einfach mal um zu gucken, wie ihre Meinung dazu ist. Ja, was hältst du denn so von Männern, die mit Männern zusammen sind, von Frauen, die mit Frauen zusammen sind? Meine Schwester ist 12. Genau, man muss es natürlich auch so verpacken, also altersgerecht verpacken. Genau, man muss es altersgerecht verpacken. Und sie meinte, ja, finde ich ein bisschen komisch, bla bla bla, so. Und ich schon so, oh scheiße. Und ja, dann war es natürlich noch schwerer, ihr das zu sagen. Und dann haben wir sie trotzdem gesagt und sie mochte Mine schon von Anfang an total gerne. Also war die Sache gegessen und es war toll, dass wir zusammen sind und dass sie Mine deshalb öfter noch sieht und dass sie dann mit zur Familie gehört, auch noch eine große Schwester für sie ja eigentlich mit ist irgendwie. Und das fand sie natürlich super. Mein Bruder fand das danach auch super. Der ist 15. Es war dann bei denen okay. Und dann haben wir es meinem Vater irgendwann gesagt. Wir waren zusammen schwimmen. Und dann haben wir es einfach so, ja Mensch, wir müssen ja was sagen. Und genau, wir haben das nämlich so gemacht. Wir haben immer ein Wort gesagt. Und weil er ja eh schon von der Geschichte wusste, hat er einfach mitgemacht. Also wir waren zu dritt im Wasser. Genau, weil wir nicht wussten, wer das sagen würde. Genau, und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen dir was sagen. Mine und ich sind... Und er hat natürlich mitgespielt und wusste es ja auch schon. Also haben wir es dann zusammen gesagt, dass wir zusammen sind und ein Paar sind. Und dann meinte er, ja, was, also nicht so die positivste Antwort. Es hat einfach ist ein bisschen als Phase abgestempelt. Und aber ja, er hat gesagt, ich habe euch trotzdem lieb, mit einem negativen Unterton. Und das war für uns halt... Eigentlich, komisch. Obwohl er ja gesagt hat, ich habe euch trotzdem lieb, das war für uns irgendwie in dem Moment, weil wir mit einer total negativen Reaktion gerechnet haben, war es für uns irgendwie trotzdem erleichternd. Also bei meiner Familie war das eher anders. Und zwar meine Mama oder allgemein meine Familie ist eine künstlerische Familie und da war das absolut kein Problem. Oder? Da war das eher... normal. Also nicht, dass man Angst haben musste, dass man verstoßen wird oder so, sondern man wusste einfach, gar nicht. Es ist okay. Sogar, Mines, ist echt, sogar echt schön. Mines Mama, Mines Tante ist auch lesbisch und daher war das alles absolut kein Problem. Genau. Naja, und allgemein sind wir, wenn wir uns geoutet haben, negativ rangegangen, finde ich. Total. Wir hatten immer Angst und haben immer mit dem Schlimmsten gerechnet, dass die dann sagen, ja okay, gut, weil du lesbisch bist, will ich nicht mehr mit dir befreundet sein, will ich nicht mehr, dass du meine Tochter bist, also so halt irgendwie. Aber es ist ja auch einfacher irgendwie, wenn man mit dem Schlimmsten rechnet. Genau. Und dann halt eine positive Reaktion irgendwie kommt. Naja. Also es war für uns irgendwie negative einfacher. Reaktion, da fällt mir eine Freundin ein, die den Kontakt abgebrochen hat, genau, wo ich auch mir nicht sicher war bei ihr. Deswegen habe ich ihr das sehr spät gesagt, weil ich es halt nicht wusste. Und jetzt hat sie ja auch den Kontakt abgebrochen, hat sich das also alles das bestätigt irgendwie. So. Also man muss ja auch damit rechnen, dass wenn man sich als Lesbe outet, dass man dann nicht mehr akzeptiert wird und dass man dann vielleicht manche Freundschaften auch verliert, aber wo man dann halt auch sieht, dass es keine wahren Freundschaften waren. Ja, denn wenn ihr euch outet, lernt ihr die wahren Freunde kennen, weil die wahren Freunde kennen ja euer wahres Gesicht. Genau, und ihr braucht einfach keine Angst haben. Die Freunde, mit denen ihr wirklich gut befreundet seid, die werden nicht sagen, hey, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Die werden sagen, okay, kein Problem, es ist jetzt so und ich finde es nicht schlimm, ich finde es gut, schön, dass du glücklich bist. Und die werden nicht sagen, jetzt will ich keinen Kontakt mehr mit dir. Wir haben uns auch sehr oft als Paar geoutet, also zusammen also das immer angegangen, ne? Genau, es war einfacher. Ja. Wenn man sich als Paar outet, ist es total einfach. Also nicht einfach. Aber es ist einfach leichter und einfacher, weil man zu zweit ist und auch zu zweit geht es einfach immer besser, finde ich. Was sagt man noch zu seinem Outing? Also man kann eigentlich jeder von euch nur raten, finde ich. Offen zu sein. Sich zu outen. Ja. Also sich zu verstecken, das haben wir auch vorher gemacht, na klar. Also wir haben, weil wir uns nicht sicher waren, weil wir Angst hatten, wie wahrscheinlich jede von uns. Wir haben uns versteckt und es war auch nicht gut für uns. Genau. Hier laufen übrigens auch gerade zwei von uns hinter uns lang. Und die müssen wir mal kurz filmen.
Das ist ja super. Also. Live in Bilbao, da sieht man auch gleich mal Lesben. Ist das nicht schön? Naja. Und dadurch, dass wir uns dann geoutet haben und als Paar aufgetreten sind, haben wir sehr, sehr viele Paare, lesbische Paare auch kennengelernt, sehr viele Freundschaften geknüpft, auch ältere. Genau, dadurch, auch dass wir uns zu zweit geoutet haben, so haben wir total, sind wir total in die Szene reingerutscht. Genau, und ja, auch nicht nur junge Paare, sondern alte Paare, auch Paare, die verheiratet sind Kinder. Oder Kinder haben zusammen, die sich den Kinderwunsch erfüllt haben, wobei wir jetzt auch total damit drin sind und total viel halt irgendwie erfahren haben, wie die das gemacht haben und was für uns natürlich sehr interessant ist, weil wir das vielleicht ja auch irgendwann mal machen wollen, ne? Naja, genau. Ich denke, das war's zu unserem Outing, oder? Ja, am besten, wenn ihr Fragen habt oder so, stellt sie einfach, falls ihr irgendwie euch geoutet habt oder noch nicht, dann erzählt euch uns doch einfach eure Geschichte oder wie ihr das gemacht habt, wie ihr es noch nicht gemacht habt, ob ihr vielleicht irgendwie einen Tipp haben wollt oder so oder genau nochmal irgendwas wissen wollt aus dem Video, dann fragt einfach, stellt Kommentare rein oder schreibt uns einfach eine Nachricht. Okay, das war's jetzt hier aus Live Bilbao. Genau, wir schwenken, glaube ich, noch einmal rum, dass ihr nochmal den Kreis von uns seht. Also, jetzt geht der Nebel auch wieder los und wir... Die Nebelmaschine. Wir wollen Fotos machen. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Ein Schwenk noch für euch. Ein Schwenk. In die andere Richtung auch.